Tja, hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, und zwar der dritte Teil eines Welthits, Beetle Junior 3. Ich habe mein, nehmen wir uns den. Ich habe mein Let's Play, ach, was nicht, so. Mein Extreme Game LP. Ich habe mein Let's Play kurz aufgegeben, da einige meinten, es sei ein schlechtes Spiel, und habe ich mal einfach so ein kleines Let's Adventure ausgesucht, und zwar Beetle Junior 3. Ja, und ich würde mal sagen, neues Spiel, und wir fangen mal an mit unserem Tutorial, und wahrscheinlich gibt es ja wieder eine Videosequenz. Muss ich natürlich ruhig sein, das ist blöd. Dann wollen wir mal anfangen. Ich habe genug von deinem ständigen auf dem Sofa hocken und rumklappen. Schnapp dir zwei von unseren Beladen und geh mal wenigstens was Ordentliches einkaufen. Wir brauchen neue Reste. Och nö, muss das sein? Ich hatte gerade meine Stelle vom Sofa so richtig schön wie üblich runtergesessen. Wenn ich nachher wiederkomme, kann ich gleich wieder von vorne anfangen. Vergiss die Kinder nicht. Wer ist denn gerade in der Nähe? Ich habe ihn. Ich habe die Pferde mitgenommen. Ich will natürlich auch mit. Ohne mich würdest du ja noch nicht mal die andere Ameisenstraßenseite finden. Na gut, gebt mir jeder eins von euren Beinchen und dann muss der Vati wohl mit euch einkaufen gehen. Fail. Was soll das denn jetzt nun wieder? Kannst du dich mal entscheiden? Unsere Kinder sind entführt worden. Oh nein. Alle weg? Alle 1341? Nein, nicht alle. Buddy Sue und Junior Bud nicht. Es sei denn, du hast sie auf dem Weg verloren. Die sind noch da. Das bedeutet wohl, wir müssen neu machen. Ha. Oh mein Gott. Das war so anstrengend. Schatz, ich habe einen anderen Plan. Ich rette unsere Larven. Das kann ja nicht so schwer sein. Wir helfen dir dabei, Kat. Auch wenn du das mit dem alleine schaffen würdest. Tja, und somit geht es los. Wir retten die Wir retten unsere Kinder. Er hat ja gerade die Story gesehen, also brauche ich nicht allzu viel zu erzählen, wie die Story so ist. Wir spielen sozusagen den faulen... Vater von den Kindern in diesem Spiel. Und diese Türen hier, die bringen dazu, dass die verlorenen Käferchen alle hier da eingesammelt werden. Und hier oben sieht man die Leiste. Hier oben... Oben rechts sieht man die Leiste, wie viel... Links da, wie viele Käfer man gerettet hat. Ich habe das mal angezockt, aber auch nicht so viel. Die Felsen rutschen hier runter, pass auf, okay. Ich habe das eigentlich nur... Ich habe das eigentlich mal angezockt, aber... Auch nicht so richtig. Nein. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Die Käfer, man kann die kleinen Käfer auch verlieren, indem der Felsen auf die fliegenden Käfer drauf springt, weil ja, das ist ja klar, dass man die verliert. Ist ja logisch dann, ne? Und wenn man selber stirbt, verliert man auch die Käfer. Also, wir sterben eigentlich nur, wenn wir irgendwas auf den Kopf kriegen, wie Felsen und so. Dann sterben wir eigentlich nur. Schau mal, Vati, ich habe ein UFO gefunden. Was soll denn das sein? Ein UFO? Oh,
gewesen wäre, dass Analphabetismus vererbbar ist. Sag mal, Vati, habt ihr mich vielleicht adoptiert? Nein. Wieso? Nicht so wichtig. Aber schau mal, das ist ja gar kein UFO, sondern eine Mine. Wenn man hier auf den linken Knopf drückt, ist sie scharf. Scharf? Lecker. Meinst du, hier drauf drücken etwa so? Nein. Ja. Ganz weiter geht's nicht. Da mal den Waffen. Ach, wir haben die Mine, jo. Ja, mit Minen. Also diese Edelsteine sind extra Punkte. Mit Minen sieht man ja, kann man diese Sachen hier alles kaputt machen. Habt ihr gesehen, das war gerade. Fail. Nicht. Nein, brauch ich doch gar nicht. Ist. Ja, super gemacht, wa? Ach nö, verschwende ich meine Mine. Ach, Mama, da ist da. Nee, nein, nicht fortsetzen. Ach, man kann ja mit der Maus spielen. Cool. Dann spiele ich halt mit der Maus. So. Ich hab noch ein paar Leckerchen, wenn du möchtest. Darf ich vorstellen? Mein Bruder. Tut mir leid, aber wir leben in einem Haus und da ist es manchmal ein bisschen stressig mit der Zuordnung. Wer was möchte und wer nicht. Muss ich erstmal ganz kurz beschauen, die Aufnahmeleiste. Einen Moment. Ja, wir können ja noch ein, zwei Levels aufnehmen, dann mache ich mit der ersten Aufnahme mal Schluss. Oder nächsten Level. Ach, wie cool, jetzt haben wir ja eine Eiserinnerin. Ich bin, wenn du Kinder verlierst, verlierst du an Gesundheit. Das wollte ich auch gerade erwähnen, naja. Das ist, manche Levels sind Eislevels. Und diese hier. Das sind sozusagen Münzen, wo man extra Geld mitkriegt. Ja, es gibt eine Runde, was ich euch jetzt zeigen kann, so. Was ich euch jetzt zeigen muss. Das wäre dieses Problem. Käfer verloren. Vorsicht. Man verliert ziemlich schnell Käfer. Ja, super. Ach Mann, ey. Darf doch nicht wahr sein. Ja, 5 von meinen Käfer, das war kacke. Und was hast du hier wieder gefunden, Junior? Ich bin mir noch nicht sicher, aber es sieht mir nicht gerade vertrauenserweckend aus. Vielleicht ist es ein Verschwörer, Buggy. Probier es doch mal aus. Eine gute Idee, Buggy. Gib mal her, Junior. Vorsicht! Ah! Buggy! Ist alles in Ordnung? Ist gerade noch mal gut gegangen. Aber Junior, was du mir da immer für gefährliche Sachen anschleppst, ab jetzt fasst du nichts mehr an, was auf dem Weg rumliegt. Genau! Du hättest Fati beinahe umgebracht! Aber diese Flaschen können doch ganz nützlich sein. Jetzt werd mal nicht albern. Wozu sollte sowas denn gebraucht werden? Ja,
Nein, 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 oh nein, nein. Och nein, ich hab's gewusst. Waren das jetzt alle? Ja, waren wahrscheinlich alle. Och. Ach, Mann, ey, na. Ah. Nein, nein. Oh Gott, bevor ich hier sterbe, gehe ich lieber. So, immer so. Der Vater ist dumm, der weiß nicht, Vater ist sozusagen ein bisschen blöd. Der weiß nicht, was man mit den Sachen anfangen kann. Der Sohn verliert die ganzen Waffen für seinen Vater. Er ist ein bisschen intelligenter. Und die Tochter, die meint, das wäre, die meint, das wäre alles richtig. Zum Beispiel Parfüm, das könnte der Vater einfach mal ausprobieren. Das war ja dann nicht so gut. Die Tochter ist eher so, die denkt, das wäre alles für ihren Vater und könnte alles ausprobiert werden. Der Sohn ist intelligenter, der findet die ganzen Sachen für seinen Vater. Und ja, der Vater selber, der weiß nicht, was er damit anfangen kann, aber nachdem der Sohn es erklärt hat, kann er es ja machen. Hört sie die Rohren um alle, ach, das Level, ja. Kann ich euch jetzt mal gerne zeigen. Falsch, ganz falsch. Hier will ich. So, kann ich euch jetzt mal zeigen. Wenn es gleich durch die Rohre geht. Nicht hier, da, zack. Schon geht's durch die Rohre. Und wieder zurück. Und wieder hin. Mom! Ich hab drei Kinder noch? Ach, hier oben noch, ja. Oh. Steck rein, ja. Ja. Zack. Oh, wir haben's. Ja. Hier mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.